Und weiter geht's mit der Stronghold Prequel-Kampagne von Stronghold Europe mit Mission 4. Easy Work, also ja, einfacher Job, einfache Arbeit. Kommt drauf an, was der Kontext ist, aber ich würde einfach mal sagen, ein einfacher Job. Easy peasy, lemon squeezy. Okay. Wir haben aber immer noch hier die wunderschöne Kreuzzug-Map. Aber gut, man kann froh sein, dass trotzdem so weit, so gut die Kampagne überarbeitet werden konnte. Wie gesagt, ich meine, ich finde es immer noch eine super Idee, herzugehen und zu sagen, die 21-Part-Kampagne wird einfach mal remastered komplett. Mit so einem kompletten Overlay und das, die gesamte Präsentation bleibt gleich, nur die Missionen sind remastered. Weil man muss ja tatsächlich sagen, so vom Balancing, von der Schwierigkeit, von der gesamten Aufmachung, die Missionen hätten wirklich besser sein können. Aber gut. Machen wir mal weiter. Plötzlich erreichte mich ein Brief, also kam ein Brief von Herzog Beauregard an. Er wusste über meine exzellenten Schmiede Bescheid, den besten nach den königlichen, und bot mir einen kleinen Vertrag mit einer guten, wirklich anständigen Bezahlung. Geld wäre für mich tatsächlich nützlich für das Erbe und die Ausbildung meines Sohnes, weshalb ich nicht zögerte zuzustimmen. Okay, Bögen, Lederrüstungen und Streitkolben. Ah, so ist also Beauregard in die Streitkolbenkämpfer gekommen. Man kann jetzt schon fast sagen, das ist vielleicht eine Indoor, also hier so, ja, Lore-Begründung, warum die Schlange Streitkolbenkämpfer hatte, obwohl es ja in Crusader nicht der Fall war. Aber gut. Ich meine, so rein theoretisch, ne? Ich meine, in Crusader, Ratte, Schlange, Schwein, Wolf waren ja eigentlich passé schon. Gut, Wolf nicht, aber das ist jetzt so eine andere Sache. Und außerdem wusste Firefly leider noch nicht, dass sie mit dem Plotpunkt kommen, den Wolf überleben zu lassen. Es kann ja natürlich sein, dass... Okay, zeitlich haut's nicht hin, weil Stronghold 1 ist inspiriert von der Zeit des Einfalls der Normannen, der ja vor den Kreuzzügen war. Aber sagen wir einfach mal, gehen wir einfach mal davon aus, dass der Grund, warum Ratte, Schlange, Schwein und Wolf in Stronghold Crusader dabei sind, wenn man jetzt wirklich dringend nach einer Lore-Begründung sucht, vielleicht der ist, dass das eben noch vor den Ereignissen von Stronghold 1 spielt und die vier Herzoge einfach an den Kreuzzügen teilgenommen haben. Hätte ja sein können. So in Stronghold-Lore-Begründung. Wenn es überhaupt eine gibt. Firefly wollte die halt einfach dabei haben und hat sich, glaube ich, nicht wirklich Gedanken gemacht, was der Grund dafür ist. Aber nehmen wir es mal an, das wäre eigentlich ganz cool. Und was bedeutet, hey, zur Zeit der Kreuzzüge vorher hatte Beauregard noch die schwächlichen Lanzenträger. Und jetzt, da hier für ihn Rüstungen und Waffen hergestellt wurden, hat er an Stronghold 1 dann eben schon Streitkolbenkämpfer und so. Wäre eigentlich eine coole Überlegung, so. Aber gut, machen wir mal weiter. In einer meiner Grafschaften angekommen, ach, da hat schon mehrere, der Wetter her, fand ich heraus, dass die Bauarbeiten meiner neuen Burg noch nicht einmal begonnen haben. So. Komm, ich besetze es aber frei. Himmel, Arsch und Zwirn. Da muss ich das eben alles selbst leiten. Jedoch sollten wir auch nicht die Bestellung von Herzog Beauregard vergessen. 500 Gramm Leberwurst. Von der groben Fetten. Tut mir leid, die ist auf Berufsschule. Er bat mich, Rüstungen und Waffen für seine Infanterie herzustellen. Nun gut, lasst uns hoffen, dass diese Aufgabe leicht wird. Ja, herzlichen Dank, jetzt hast du es verschrien. Jetzt muss irgendwas passieren. Schon, also gut, es ist Mission 4. Okay, Tipps. Baut die Burg und produziert die Waffen zusammen, also mehr oder weniger gleichzeitig, also ja, in Harmonie mit zueinander. Das Wichtigste ist, genug freie Leute zur richtigen Zeit zu haben. Also gebt Acht auf die Vorräte in deinen Kornspeicher. Also jetzt genug freie Leute einfach frei, um quasi, ja, okay, verstehe schon. Hint? Kein Hint. Was für ein Hinterhalt! Keine Hints einzuschreiben. Guck mal, wir haben einen einzigen. Nur ein einziger Soldat, der wird gleich mal angeschnauzt. Das ist super für die Arbeitsmoral. Okay, schauen wir uns erstmal die Map an. Junge, chill deine Nuts. Vielen Dank. Ich meine, der grinst schon so, als würde da eher. Was? Ich gehe mal nicht tiefer drauf ein. Okay, die Mission erinnert mich ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. An hier die Mission mit den Friedensverhandlungen der Ratte, wo hinten vom Wegweiser unsere Bogenschützen kamen, Hinterhalt geraten sind. Wir haben da unten unsere Steinburg aufgebaut. Wisst ihr, das wäre eigentlich auch eine coole Idee gewesen von den Entwicklern hier. Eine Karte mehr oder minder 1:1 zu recyceln von Stronghold 1. Vielleicht noch ein bisschen optimiert, vielleicht ein bisschen größer oder so. Dass man sieht, also einfach eine Karte wieder zu verwerten, dass man sagt, hey, das ist ein Gebiet, wo später sein Sohn sein wird in den Missionen und da war sein Vater schon mal vorher. Wir hinterlassen auch die Botschaft Daddy Wars hier und so.
Wir haben hier unten übrigens Eisen. Das ist wichtig. Wir haben... Wir haben nur Eisen. Wir haben keinen Stein. Bitte was, Sir? Das wäre jetzt auch noch richtig lustig, wenn wir nicht mehr Stein handeln könnten. Aber gut. Okay. Ja, tschüss, Musik. Machen wir mal den Kornus-Flankspeicherus. So, wir gehen ja die Schnauze voll. Der geht jetzt nach Hause. Holz. Ich und mein Holz, da haben wir. Da machen wir noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Da. Kann man erstmal nicht genug haben von. Dann ein paar Häuser so außenrum, dass wir schon ein bisschen hier unsere Ruhe haben. Dann. Wir könnten wohl. Brunnen, du bist das Letzte, was ich jetzt eigentlich sehen will. Ich meine, wir haben den Platz. Wir könnten rein theoretisch feuerresistent bauen. Die Frage ist, will ich das? Ich meine, einer der Tipps hätte ruhig gerne sagen können, hey, schau mal, hier ist richtig geiles Feuer. Ich meine, es könnte sein, dass ich jetzt einfach feuerfest baue und das ist total von Anus und ich mache es mir unnötig kompliziert. Gott, also wirklich viel. Ja, ich verstehe schon, was gemeint ist von wegen hier Bewohner. Weil Käsereien sind jetzt auch nicht das Nonplusultra. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. So. Ja, Steinbruch, der war lustig. Können wir Stein? Nein? Pause. Jetzt mal im Ernst. Stein. Erstmal gucken, Wegweiser. Gibt's nur den einen? Da. Oh, da oben links ist auch einer. Jetzt mal im Ernst, Stein. Der Bruchstein, das muss erfolgen. Ansonsten kriege ich hier. Oh Gott. Okay, das auch einer. Ach, da. Guten Morgen, Udwin. Da ist er doch. Fortsetzen. Holen wir den. Nehmen wir den in der Zwischenzeit, das passt schon. So, bitteschön. Gut. Dann hätten wir einen Status. Können wir Armbrüste bauen? Bitte, Spiel, sei so nett. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Das Volk liebt euch, my Lord. Das Volk liebt euch, das Kind. Gut, die Kinder mögen mich nicht, aber zumindest der Rest. Okay, dann schauen wir mal. Eine Waffenkammer hört sich nach einem wunderschönen, richtig tollen Plan an. Das ist... In diesem Gebäude nur Bögen natürlich, aber gut, okay, fangen wir mal damit an. Weil bevor wir überhaupt nur ansatzweise daran denken können, irgendwas für irgendjemanden... 10 Bögen, das ist eigentlich ultra schnell gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich das jetzt waschen würde. Ich meine, wir haben jetzt schon eine ganze Weile Ruhe gehabt. Wir könnten das eigentlich so schnell... Ist das... Ich schon fast meine, das ist ein Schreibfehler. Bei 10, das ist wirklich fast nichts. Okay, wir kriegen... wir kriegen kein Eisen rein und wir müssten warten, bis zumindest 10 Eisen reinkommen. Aber auch das sollte eigentlich... Okay, ohne negativen Angstfaktor. Meine professionelle Meinung zu diesem Thema ist... Machen wir schon mal die ersten Harnische. Och komm, Junge, geh arbeiten! Ich hasse es, wenn die sich festbacken. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Als Brandstifter. Yeah, was? Nein. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Jester ist in der Burg. Ja, neues. Ja, was mache ich jetzt eigentlich aus der Burgvorgabe? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Vorgabe im Sinne von, ja, das sieht nett aus. Mach mal was draus. Und ich würde mal sagen, das tun wir auch. Musik sagt nein. Was können wir an Türmen bauen? Turmus, Baus, Gewaltikus. So, vieles soll von vorne rein. So lobe ich mir das.
Machen wir mal einen doppelten Konspeicher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Zum Glück ging das gerade nicht. Wisst ihr was? Wenn so schon so der Grundstil ist, dann gehen wir mal ein bisschen mit und sagen, okay, alles klar. Wenn ihr meint, dann... Oh Gott, das wird trotzdem total besoffen. Nee, komm. Da jetzt versuchen, das symmetrisch zu machen auf beiden Seiten, ist purer nervlicher Selbstmord. So, aber ich guck mal, dass wir den Hopfen reinbekommen, weil Bier ist immer eine wunderschöne Sache. Auch in Stronghold. Bier rettet Leben. Hey? Ist halt wirklich so, wenn mir da gerade das so am Verdursten ist irgendwo, wenn du ein Bier gibst, gut, Wasser könnte auch funktionieren, aber stell mal vor, es ist gerade kein Wasser in der Nähe, du hast nur eine Flasche Bier in der Hand und zack, gibst ihm, zack, Leben gerettet. Nice. So, dann könnten wir auch mal die ersten Streitkolben starten. Ich mach's einfach mal. Ich tue es jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass ihr mich aufhalten könnt, ihr Narren. Komm, sind wir mal wirklich sehr minimalistisch. So viel Produktion brauchen wir eh nicht. Komm. Nein. Okay, die Steinbruchochsen kommen jetzt nicht so perfekt durch, aber ansonsten ist alles gut. Okay. Ich weiß nicht, was ich von dieser Ruhe halten soll. Und ich weiß auch nicht, was ich von der Tatsache halten soll, dass ich noch gar kein Ausbildungslager bisher gebaut habe und dass mir das erst jetzt einfällt. Aber gut, okay. Wir kriegen ja die Steine rein. Wenn jetzt ein Angriff kommt, bin ich natürlich am Anus. Aber wird schon nicht passieren. Das müsste eigentlich jetzt nur alleine passieren, weil ich es gesagt habe. Das ist ein... Moment mal, könnte ich im Notfall... Ah, warum? Könnte ich eine Tunnelbauer-Gilde bauen, hätte ich zumindest einen Notfall-Tunnelbauer hier zwangsrekrutieren können. Okay, ein interessanter Wechsel der Musik. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Meine Güte. Vorräte wachsen stetig, Sire. Wimperchen. Ja, erstes Hopfen. Das heißt, die Bierproduktion kann bald starten. Das Volk liebt euch, my lord. Wir benötigen Steine. Hopfen. Kann ich mir das eigentlich? Ja. Bitte. Sobald Bier läuft, kann ich mit den Rationen auch runtergehen. Dann hält das auch besser. Sehr schön. So. Es werden Rekruten benötigt, ja. Sire. Nice. Oh ja, ich würde sagen, die Burg ist swag-mäßig. Machen wir sie doch fertig. Mach sie fertig. Einfach vor die Wrestling Moves hier. Bin zur Stelle. So. Eure Befehle? Ein paar Bogenschützen. Wer weiß, was so alles passiert. Wenn ein Feuer ausbricht, dann. Ja, gut, okay. Wir haben jetzt nicht so eine mega Wirtschaft. Die ist tatsächlich auch ein bisschen verteilt mit allen wichtigen Sachen, dass man sagen kann. Saving! Ja, genau das. Exakt das. Und zwei Eisenminen sollten für die paar Steinbrüche. Steinbrüche? Für die paar. Ich traue dem Braten nicht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch dieser Trollpunkt dieser Mission. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, den Spieler die ganze Zeit zum Glauben lassen, da passiert was Schlimmes. Pass auf, da passiert einfach gar nichts.
So, Burg ist fertig. Der Bergfried. Jetzt triggert ein Feuer dadurch, dass ich den Bergfried komplett habe. Wir benötigen Steine. Bin zur Stelle. Ich weiß nicht, warum ich so misstrauisch geworden bin. Es kann auch sein, dass das noch so eine Nebenwirkung von der verloren gegangenen Saga ist. Kann man es mir verübeln? Ich glaube nicht. Ich hätte gerne mehr Steine. Dankeschön. Wie heißt das Zauberwort? Er stimmt. Plötzlich! Ja. Die Burg schaut irgendwie komisch aus. Na gut. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Es ist eine Burg. Lasst sie. Lasst sie doch einfach nur Burg sein. Ich meine, so ineffizient ist dieser Aufbau gar nicht. Hier ein Turm, und diesen hier besetzen, dann hätten wir eigentlich alle Totenwinkel besetzt. Das ist sogar, eigentlich ist es sogar noch besser als eine viereckige Variante, weil wir bräuchten nur effizient gesehen drei Türme, die besetzt sind, um die gesamte Burg zu verteidigen. Hm. Das Volk huldigt euch, Lebensmittelvorräte schwindet, Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Wunderbar. Gut. Meine Waffenproduktion sagt, es geht voran. Ich meine, Bögen brauche ich natürlich auch noch, aber die mache ich ja nebenbei quasi im Schlaf. Schneller, weil ich sie brauche. Ich sehe schon, komm, die Mission heißt wirklich nur ein Easy Job, weil es wirklich ein Easy Job ist. Und ich bin die ganze Zeit hier auf der Hut. Ganz ohne irgendeinen sinnigen Grund. Also ich meine, bis jetzt war die Kampagne sowieso relativ leicht. Das nicht dort platzieren, my Lord. Ich meine, vielleicht ist das ja einfach so ganz easy peasy. Ein gewaltiges Herr des Wolfs wird gleich hier eintreten. Dankeschön. Ich meine, der Vater wurde ja von Boriga in die Falle gelockt. Spätestens nächste Mission wird es ja passieren. Ist ja auch kein großer Spoiler. Ich lache wirklich so, wenn jetzt wirklich nichts passiert. Ich will wenigstens mal eine Burg gebaut haben. Dankeschön. Ich mach zumindest mal Zinn. Den Rest, die Türme kriegen wir vielleicht noch hin, aber Zinn wären eigentlich echt sexy, muss ich sagen. Da sind. Das Volk huldigt euch. Entspannt ist es ja schon, muss ich sagen. Ich würde ja so lachen, wenn das nur Fake ist. Und sobald ich das Ziel erreicht habe, kommt das wirkliche Ziel plötzlich so eingeblendet. Yeah. Naja. Besiege den Wolf und seine drei großen Brüder. What? Komm, ich baue noch ein paar Bogen. Es werden Rekruten. Mein Bogen ist euer. Das kann doch nicht. Nee. Wenn das jetzt wirklich das Ziel ist, ich hätte schon längst erreicht, wenn ich mich darauf konzentriert hätte, auch nur ansatzweise. Ich halte jetzt bloß noch ein bisschen aufrecht, weil ich ja mich um die, weil ich zumindest die Burg ein bisschen schöner machen will. Das kann ich. Ist die Mission wirklich so einfach? Das kann nicht euer Ernst sein, wirklich. Verarscht mich nicht. Oder verarscht mich von mir aus, aber. Wir haben nicht genügend Steine, ich könnte doch. Ja doch, ich könnte Tumpel. Ich könnte. Oh. Nice. Mann. Bringt mir Steine ran. Ich möchte eine coolere Burg haben, wenn ich schon abtrete. Von dieser Mission. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Kommt hier wirklich nichts mehr? Wir benötigen Steine. Ich hab nicht. So in etwa. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack,
Zack. Oh, endlich. Danke. Ich hätte zwar eigentlich schon gewonnen unter durchschnittlichen Umständen, aber ich möchte zumindest einen Kampf haben. Ich meine, es gibt ja nicht mal einen Schwierigkeitsgrad, da ich sagen kann, das ist alles so leicht, so easy peasy. Oder muss ich das eine Weile halten? Vielleicht muss ich das ja halten. Ich meine, was für Feinde kommen jetzt eigentlich? Juckt das überhaupt irgendjemanden? Okay, wer greift an? Die Schiff. Interessant. Herr Burigar, was machen Sie denn hier? Sollten Sie nicht auf Betriebsversammlung sein? Ja, danke, vielen Dank. Nö, wisst ihr was, die Steinbrüche. Das Volk huldigt euch, Sire. Alles blöd. Das waren meine Lieblingssteinbrüche. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. So, ich hätte gerne meine Steinbrüche zurück, danke. Und du hörst auf, meine Bevölkerung zu schlagen. Das ist ein Recht, das ist nur mir vorbehalten. Feuer, bitte geh weg. Bitte verschwinde aus meinem Personal Space. Ich sag einfach nein. Das Feuer kann sich nicht ausbreiten ohne meine Zustimmung. Oh ja, das könnte halbwegs... Interessanter wird es. Aktuell führt die Tür ins Leere. Komm, dann gehen wir noch eins weiter. So? Ja, das sieht schon eher, aber nachher sieht ein bisschen sinniger aus, zumindest was die Tür angeht. Nein! Bitte noch nicht beenden, bitte noch nicht beenden. Ich bild gleich weiter aus. Puh, knapp. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Bin zur Stelle. Ja. Wie gesagt, wenn sofort Victory kommt, sobald ich jetzt die Punkte erreicht habe, dann. Ist die Mission übel einfach. Vielleicht auch gewollt. Was gibt's? Vielleicht auch gewollt. Bogenschützen bereit. Anders als du, Odwin Junior. Oh, ich könnte sogar im Notfall Lanzenträger einkaufen. Ja, Herr. Ja, Herr. The Rise of the Plebs. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist euer. Bringt mir das Stein. So, ich krieg dann hoffentlich genug Lieferung. Ich meine 8, 16, 24, 32. Ja, wenn jedes von euch einmal abliefert, hab ich voll korrekt fertig. Kirche. Die braucht ja zum Glück keinen Stein. Ja, Herr. Ja. Bin zur Stelle. Komm, den einen Turm würde ich gerne noch haben. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Ja. Jetzt kann ich zufrieden sterben, sagte der Vater. Jetzt kann ich Zigaretten. Jetzt kommt der Plot-Twist. Der Vater vom Protagonisten ist gar nicht gestorben oder in den Hinterhalt geraten, ist einfach Zigaretten gegangen, hat die anderen Herzoge geschmiert, seinen Tod vorzutäuschen. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Sorry, Boy. Bewegung. Ich bin weg. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Yay! Die Burg hat jetzt ein bisschen was. Schon fast wie so ein Spaceship. Einfach da hinten sind jetzt die Triebwerke. Davon ist die... Ja, komm. Ist okay. Am Ende zählt's, dass ich mich bemüht habe. Naja.
Gut, dann lassen wir mal den Rest reinfließen und schauen mal. Es kann ja sein, dass dann einfach die richtige Mission beginnt, ne? Und dann das Spiel einfach sagt, okay, Junge, jetzt geht's los. Jetzt kommt das vor. Jetzt heißt es, bitte halte das für 10 Minuten und dann kommen 50 Angriffe und 30 Feuerbrechen aus. Und Emirs Mutter kommt an und löst ein Erdbeben aus. Oh, keine Bewohner mehr. Und um zusätzliche Bewohner zu kriegen, müsste ich... Das ist die Außenschenke. Es sind genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja. Moment. Oh, Zeit bis zur letzten Schlacht. Na, das ändert doch so einiges. Das wurde bloß nicht angezeigt. Na, das sagt doch dann mal. Das spricht jetzt wirklich eine ganz andere Sprache. Bitte kein Grafikbug, bitte kein Grafikbug. Mein Bogen ist euer. Ihr könnt das nicht dort platzieren, hey. My Lord. Hey, das sieht gut aus. Eure Befehle? Damit kann ich doch leben. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Ja. Naja, die letzte Schlacht kommt dann bald. Bin zur Stelle. Bilden wir noch ein paar Bogenschützen aus für den Fall. Jetzt haben wir sogar noch ein paar Streitkolbis über. Können wir mal gucken, dass wir die Produktion verdoppeln. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Herzlichen Glückwunsch, dein Gehalt wurde verdoppelt. Aber ich werde auch gar nicht bezahlt. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch, Junge. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Kein Eisen. Das sollte sich eigentlich bald ändern. Eigentlich schon. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Oh, das hat so perfekt reingepasst. Man könnte fast meinen, das war gewollt. Anders als du, Kind, aber das sage ich mal nicht zu laut, weil das ist der Grund, warum ich verschwunden bin in der Hauptkampagne. Zur Stelle. Ja. Sad Protagonist Face. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Rücken aus. Okay, jetzt wirken diese Türme da unten mit diesem Anbau schon fast wie ein Fremdkörper. Eigentlich besser einfügen wird sich, wenn wir sie hier reinbauen würden. Aber... okay, ich mach's. Mann. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Es tut mir leid, da muss der Schönheitstick durch. Ja. So. Das fügt sich jetzt viel besser ein in das Gesamtbild. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ja, das sieht doch jetzt... Ja, das sieht viel besser aus, ganz ehrlich. Mein Herr, eure Befehle? Ich meine, dieser Stil, wie ich ihn hier hatte, würde passen, wenn die gesamte Burg so gebaut wäre, aber das hat jetzt einfach so fremdkörperartig gewirkt. Euer Gnaden, wie können wir helfen? Ich schlafe alle Lerle. Wir haben arabische Baumeister. Was zur Hölle? Euer Gnaden, euer Gnaden. Aber nur beim... Ein unmögliches Ziel. Interessant, aber nur beim Besetzen. Und ja, es gibt arabische Baumeister. Also es gibt eigentlich arabische Baumeister-Voices. Die wurden bloß nie wirklich eingesetzt in Stronger Crusader. Auch nicht in der arabischen Kampagne, soweit ich mich erinnere. Naja. Wie die Musik einfach mal. Eine massive Armee. Ich muss bloß diesen Angriff überleben, ne? Der Rest ist ja eh. Es ist noch nicht mal die letzte Schlacht. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Grauenvoll.
sind auf dem Weg. Es wird uns noch nicht mal gesagt, von wem. Oh, eigentlich ist da drüben noch nicht perfekt ausgeglichen. Na komm, ich möchte mal nicht so sein. We are under attack. Oh nein, jetzt habe ich zu viele mehr. Okay. Ich krieg die beiden Harnische hoffentlich noch. Oh, Belagerungsgeräte. Und dann komm mal her, Freund. Ein Katapult. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Das ist auf jeden Fall die Schlange. Haben wir uns jemals gefragt, warum diese Truppen, die uns angreifen, zufällig das Banner der Schlange tragen? Nein? Okay. Alles ja gut. Bin ich ja beruhigt. Bin zur Stelle. Das Katapult nervt langsam. Der Feind ist bezwungen. Oh, wir haben noch Zeit. Harnische sind gerade echt das Problem. Dann machen wir doch noch was dafür. Okay, reparieren wir mal. Die Kampagne ist echt schön, vor allem im Vergleich zur Kampf um Kampagne ist die echt entspannt. Käse. Wunderschön. Wetz, 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 wetz. Ich meine, diese Musik, die heißt ja nicht umsonst sogar Paranoia. Die hat tatsächlich, ja, entsprechende Wirkung bei mir erzeugt. Also ich weiß nicht, in meiner Kindheit fand ich diesen Track... Vor allem kann ich mich erinnern bei der Mission, bei der man das erste Mal auf den Wolf trifft, auf die Schwertkämpfe des Wolfs. Die Mission hat mich in meiner Kindheit, weil da war ich ja wirklich... ein ziemlicher Ultra-Noob in Stronghold. Also ich habe ja sogar, habe ich oft genug erzählt die Geschichte, wie ich sogar die zweite Mission verkackt habe mehrfach. In Bewegung. Und so mit Ultra... Ich meine, in der Kindheit spielt man Spiele sowieso anders. Ich meine, klar, Spiele waren grundsätzlich früher schwerer, ja. Also viele Spiele. Auch so was Kindheitserinnerungen angeht. Aber viele Spiele hat man auch einfach nur schwerer in Erinnerung, weil man sie als Kind irgendwie... Bogenschützen bereit. Ziemlich bedeppert gespielt hat, um es mal so zu sagen. Also, man hat sich als Kind nicht unbedingt am effektivsten eingestellt, was Spiele spielen angeht. Und deswegen sind viele Spiele in Erinnerung fast unlösbar gewesen in der Kindheit. Und jetzt, wenn man sie anfasst, manchmal denkt man sich, oh gut, ging eigentlich, ist nicht so schlimm wie gedacht. Und ich weiß noch, wie ich unglaublich festgehangen bin bei dieser Mission, bei der man das erste Mal auf den Wolf trifft. Also, bei der man sich so gegen die Schlange verteidigen muss und plötzlich kommen die Schwertkämpfe vom Wolf. Und also, einfach so einfach, puh. Und... ja, bei dieser Mission kann ich mich erinnern, wie da der Paranoia-Track immer kam. Und da in der Vorbereitung, irgendwie gegen diese Schwertkämpfer des Wolfs zu bestehen, zusammen mit diesem Track, das war echt nervenaufreibend, muss ich sagen. Also das muss man sagen, Stronghold 1 war so atmosphärisch mit der Musik und mit vielen Sachen. Es ist bis heute ja sogar noch ein ziemliches Novum, was Echtzeit- und Aufbaustrategie angeht. Es ist einfach unglaublich, wie das Genre festgefahren ist, quasi. Ja, Herr. Mein unerreichbar, Herr. Ja. Eure Befehle? Bewegt euch! Und was Besseres als das hat Firefly auch nie erreicht mehr. Manchmal bin zur Stelle. Was wünscht ihr? Man muss sagen, ein bisschen das Potenzial gespürt hat man bei Stronghold 3. Also einen ganz kleinen Hauchen. Weil Stronghold 3 hatte das Potenzial, zumindest unter den 3D-Spielen, eine echt gute Atmosphäre zu versprühen. Wäre es denn ein funktionierendes Spiel gewesen. Ich meine, so grundsätzlich vom Grafikstil und auch ein bisschen von der Musikuntermalung und von vielen Sachen. Auch die Tatsache, dass es Nacht gab, also Nächte, jetzt nicht unbedingt Tag-Nacht-Wechsel, aber es gab zumindest Nachtmissionen und so. So von den Grundideen dahinter
Und auch so von der Atmosphäre, die es zumindest auf Screenshots versprüht, muss man sagen, okay, das kann eigentlich auch ein richtig gutes atmosphärisches Spiel sein. Zumindest, ja, in der zumindest so in der Theorie und wenn man sich es auf Bildern anguckt, wenn man dann Song 3 spielt und merkt, wie unglaublich unpoliert es an so vielen Stellen ist und unfertig und tatsächlich, ja, komplett ohne Inszenierung, wenn man so will. Boah. War das halt komplett verschenkt. Bin zur Stelle. Kommt jetzt endlich der letzte Angriff. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Leuten der Schlange. Komm, ich schicke jetzt beim nächsten Mal meine ganzen Streitkämpfer raus. Ja, los. Zum großen Geflecht. Ja, Herr. Ja, Rücken aus. Sind auf dem Weg. Was gibt's? Der Streitkämpfer, verdammt, dieser Bade geht auf den Sack. Er verfolgt mich. Ah. Macht es weg! Macht es weg! Danger, my lord! A massive army will soon be upon us! Letzter Angriff? Letzter Angriff! Ja, Herr! Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Ja, Herr! So, dann kommt mal her, meine Freunde. Jetzt gibt's aufs Maul. Bin zur Stelle. Was wünscht ihr? We are under attack. Was können die Baumeister eigentlich irgendwas bauen? Oh. Ziel ist die aber auch wirklich immer von da kommen jetzt. Wir machen uns auf. Jetzt ein bisschen daiger als letztes Mal. Oh, okay. Interessant, das war noch gar nicht der letzte Angriff. Da kommt jetzt noch einer. Hi. Wir haben keine Chance. Klopp, 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 klopp. Und Angriff. Voll die Prügelei. Arruis. Was wünscht ihr endlich? We are under attack. Jetzt kommt noch eine andere. Oh! Oh! Eine kleine Gruppe, aber. Also wirklich kleiner als das vorige. Aber dafür sind Schwertkämpfer dabei und das sind welche vom Wolf. Und bis jetzt juckt uns nichts. Jetzt denken wir uns einfach, oh ja gut, die Banditen sind die letzte Zeit aber ziemlich gut gerüstet. Und aus irgendeinem Grund haben sie plötzlich die Banner der ganzen Herzoge. Seltsam. Auf ins Getümmel. Wie soll das gehen? Hühnerfutter. Eure Befehle? Wie soll das gehen? Antwort, Hühnerfutter. Aber es sind X-Man-Ritter dabei, hier sind ein paar Schwertis, okay. Himmel, da spreche ich gerade paranoiamäßig an. Mensch, damals, als wir uns gegen die Schlange verteidigt haben und dann plötzlich die Wolf-Schwertkämpfer kamen. Genau, jetzt passiert genau das. Okay, das ist jetzt... ja, Zufall. Guck, guck. Bewegt euch, Hunde. Bewegung, na los. Was wünscht ihr? Toll, ja, macht mir weiter meine tollen Sachen kaputt. Was gibt's? Ja, die Burg hat standgehalten. Manchmal ist nur Muskelkraft. Ey, ihr! Glaubt ihr wirklich, ich lasse euch hinkommen? Ich glaube, sie hinkommen. Vielleicht kriege ich noch die Baumeister. Na endlich! Was gibt's? Nieder mit ihnen! Auf ins Getümmel! Nein! Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Aber Victory! Ja, wunderbar. Gut, jetzt ist ein bisschen was Seltsames passiert. Ich frage mich, ob sich der Vater des Protagonisten jetzt so ein bisschen in den Kopf kratzt und sich denkt, das war jetzt dann doch irgendwo anders, als er hätte sein sollen. Verdammt, mein Handy. Ich ja gerade, mein Handy lag die ganze Zeit neben mir. Upsi. Also sollte irgendwie mal zwischendurch Störgeräusche gekommen sein. Entschuldige ich mich. Okay, weil das passiert hier und da. Okay, dann... sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 5, Man Down. Also hier, ja, ja, quasi, das ist so eins dieser typischen Dinge, das ist gerade schwierig spontan zu sagen, wie wir das übersetzen ins Deutsche. Einfach hier, der Mann unten, hier, Mann gefallen. Mann, ja, Mann tot, kann man sagen, Man Down, da sagt man einfach, ja, Mann gefallen, würde ich mal sagen. Thank you.
Soldat gefallen. Irgendwas so in der Richtung würde man es eher sagen. Es ist tatsächlich etwas, das hört man ständig. Man weiß natürlich auch genau, was es bedeutet, aber so dann in der Praxis ist es echt schwierig zu sagen, was man damit jetzt assoziiert. So zumindest, wenn man es jetzt ins Deutsche passend reinlokalisieren würde. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 5 Man Down.